So, liebe Leute, weiter geht's im Sommer-Universum. Eine neue Folge, neues Glück und wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht, wo es so langsam spannend wird. So, Simon und Catherine haben das Dunbar gefunden, das allerdings unter Quarantäne steht. Nun müssen sie jemanden finden, der einen Sicherheitscode kennt, mit dem sie auf das Fahrzeug zugreifen können. Nur an Bord des Dunbar wird es ihnen gelingen, in den Abgrund einzufahren und dort die verlorene Arche zu finden. Ja, das ist der aktuelle Stand. Beim letzten Mal haben wir an dem Monster vorbei die Server neu hochgefahren. Das ist wohl jetzt die Voraussetzung, um hier weitermachen zu können. Und irgendwie habe ich noch in Erinnerung, müssen wir mit dem Chip etwas machen, den wir da gefunden haben. Auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, was uns erwarten wird. Und vor allen Dingen auch, was diese geheimnisvolle Arche dann wirklich ist. Aber das wird sicherlich noch etwas dauern, bis wir da hinkommen. Es gibt ja auch noch weitere Stationen, ne, wie Pi oder Omikron. Ich schätze mal, das soll da auch noch hin müssen. Aber Theta scheint die größte Station von allen zu sein, bis jetzt jedenfalls. Ja, hier war ja auch die gute Catherine zu Hause und hat die Idee zu der Arche erdacht. So, dann kann es weitergehen. Ich hoffe mal, die Lautstärke ist stimmig. Könnt ihr mal zurückmelden, ob das so passt. So, wir waren also hier zuletzt in den Mannschaftsquartieren. Ne? Da hatten wir alles beendet, also müssen wir hier wieder raus. Vermute mal, dass es hier weitergeht. Ja, hier war dieser Sessel, ne? Ich glaube, hier kamen wir auch nicht weiter, weil der Server noch neu hochgefahren werden musste. Ja, hier hatten wir die Scans gefunden, unter anderem auch von auch unseren. Beziehungsweise war das nicht sogar die Originalidentität. Ich weiß es nicht. Das müssten wir eigentlich abgerufen haben. Come in, I need help in the lab, the scan room. What happened? Comrade killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Jo, das hatten wir schon gehört.
Dann geht's hier erstmal noch nicht weiter. Go ahead, plug in that chip you found. Ah ja, hier war's. Richtig. Was war das nochmal? Ja, das hatten wir uns auch schon angeguckt, ne? Und angesetzte Scans, aha. Wer weiß, ob die noch gescannt worden sind. So, und hier müssen wir wohl diesen Chip reinstecken. You should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Aha, eine Auflistung von Scans. Da hätten wir die Lintwall Sarah. Geschlecht weiblich. 25. November 1974 geboren. Gestorben anscheinend nicht. Nationalität grönländisch. So. Max Arang, gestorben 12. Juli 2103, das ist doch der, der sich umgebracht hat, ne? Selbstmord wegen Kontinuität, Strohmeier ist wirklich sauer und hat die Sicherheit verstärkt. Arche-Projekt ausgesetzt. So, dann haben wir Van Brenden. Geboren 16. Oktober 2070, chinesisch, Delta-Flüchtling, Robotertechnik, er arbeitet jetzt für Strohmeier. Best Robin, Geschlecht weiblich, gestorben 2103, das ist auch eine von denen, die sich umgebracht haben anscheinend. Ach jo, das war doch die, die draußen in dem Roboter war, ne? Nationalität amerikanisch. Noch so ein beschissener Kontinuitäts-Selbstmord. Strohmeier hat mich wieder aus meinem Labor ausgesperrt. Komorebi Maggie. Geschlecht weiblich. Geboren 2067, nicht gestorben, chinesisch. Wir sehen uns so ähnlich. In meinem anderen Leben wären wir bestimmt beste Freundinnen. Aha, ich glaube mal eher, die kommen nicht in Frage. So, Hisa Wolczek. Geboren 2063, Nationalität polnisch. Sie half mir, das Wellenleck vom Helm zu schneiden. Wenn es irgendwas bringt, dann eventuell eine Abmilderung des Hangovers nach dem Scannen. Und der Peter Straski, geboren 11. März 2068, Nationalität Englisch. Straski war wie immer fröhlich und lustig. Der könnte in Frage kommen, ne? Das war ja irgendwie ein ziemlich hohes Tier. Costa Ellis, Geschlecht weiblich, geboren 2069, Nationalität Kanadisch. Sagte, sie würde beim Bau der Arche helfen, nicht aber bei ihrem Transport nach Pi. Ja, die könnte eigentlich auch in Frage kommen, wenn sie da bei dem Bau der Arche geholfen hat. Tja, einfach probieren, würde ich sagen. Nehmen wir die doch einfach mal. No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Aha, die also nicht. Was ist mit dem Straski? That one won't work either. Look for security people like Kronstedt or Strohmeier. Kronstedt und Strohmeier.
Haben wir aber nicht dabei, die beiden. Der vielleicht, weil er für Strohmeier gearbeitet hat. Oder der. Ich nehme mal den hier. I'll just load him up and get the simulator going. Uh-huh. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Umgebung keine, Modul keine. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Oh, yeah. This setup won't work. We need something else. Das scheint nicht zu klappen, ne? That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Boah, ist ja krass. Simon, we need something new to work with. Das ist ja wohl mehr als krass, ne? Was soll ich jetzt machen? Umgebung. So funktioniert es noch nicht. Wir haben da einen Scan zum Leben erweckt, aber der ist sichtlich gestresst und hat Vertrauensprobleme. Was immer das auch zu bedeuten hat. Ich glaube, hier können wir nichts machen, ne? Nee. Ja, was soll ich denn jetzt verdammt nochmal machen? Hier ist noch irgendwie so ein Gerät, wo was eingeführt werden kann, ne? Ich schätze mal, dass hier noch was gebraucht wird, damit ich diese beiden
Sachen hier, Modul und Umgebung hinzufügen kann. Ah, sieh mal einer an. Da haben wir ja schon was. Jetzt haben wir unter Umgebung Auswahlmöglichkeiten. Modul allerdings immer noch keine. Ja, dann nehmen wir doch mal einfach den Strand. Und starten die Simulation. That wasn't so bad. It's from our rig I'm working on, bastard. What? How did I get here? Don't be afraid, Mr. Wan. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Listen, I really need your help. I need the new security cipher. Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's still empty. There's something really wrong with this place. Oh, man. It's not real! This isn't real! I have to get out of here! Scheiße. Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Ach du heiliger Bimbam, was für eine abartige Scheiße, ne? Ein ruhender Scan wird zum Leben erweckt und kommt mit der neuen Umgebung nicht klar. Gut, dann nehmen wir mal die Skihütte. That wasn't so bad. It's from our rig I've been working on, bastard. What? What is this? Where am I? Take a deep breath, Mr. Wan. Everything is fine. Dr. Chan? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. It's not for me. I'm trying to save the Ark. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Charo. Punch your teeth in. Ach du Scheiße. I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Ja, und wie sollen wir das machen? Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Weil noch ein Gerät können wir hier nicht anschließen, so wie es aussieht. Also weiß ich nicht, was sie mit diesen Modulen meinen. Haben wir ja den Chip gefunden, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
war aber, glaube ich, nichts mehr drin. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle schon untersucht habe. Nein, hier ist nichts mehr. Also, wir müssen die Umgebung für ihn vertrauter machen. Die Umgebung hat nichts gebracht. Ansonsten können wir hier nur wieder wiederholen, was wir schon gemacht haben. Er heißt Brandon Bunn. Wie können wir das für ihn vertrauter machen? Ah, hier kann ich doch auch was einfügen. Moment mal. Ach. Was? Aha. Ja, den Strand haben wir schon da drauf. Verträglicher Außentest, hervorragend. Daten von Bau rekonstruiert, nicht verwenden. Geht nicht. Damit können wir anscheinend nichts machen. Wer sei es? Ne, mehr können wir hier nicht machen, so wie es aussieht. Eine Datei konnte ich drauf spielen. Dann probieren wir die aus. Vielleicht hat er weniger Probleme, wenn er den Scanraum sieht. So. Security cipher. What? Why? Why would you need that? This is a trick. Please, this is important. I knew you couldn't be trusted. None of this is real.
And you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! Hat auch nicht geklappt. How many times are we gonna have to do this? Come on, Simon. Don't give up now. Ja, komm, nochmal. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? Where did you... Alice? Mr. Wong, can you hear me? John? Where's Alice? She had to leave. Listen, I really need to know the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. No, it's okay, I promise. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. And you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! Scheiße. Can't keep trying the same thing over and over. Ja, das ist mir klar. Aber was soll ich denn machen? Der will den Code nicht rausrücken. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Everything is okay, Mr. Wong. Just relax. Dr. Chun? What the hell is this place? I don't have time to explain. I need you to give me the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun. I'll punch your teeth in. Nee, so klappt das nicht. It's not enough. We need to try something else. Ah. Der Scanraum war aber, glaube ich, schon mal ein Fortschritt, ne? Moment, ich habe eine Idee. Der heißt Brennen Wann. Ich nehme das mal mit. Und werde mal in sein Quartier gehen. Vielleicht haben wir da ja Glück und finden noch irgendwas. Denn hier war ja auch alles ausgereizt, ne? Ja, hier hatte ich ja auch alles probiert. Was war hier? Da kann ich nur Daten löschen. Ja, wie gesagt, ich werde in sein Quartier gehen. In der Hoffnung, dass sich vielleicht da noch was findet. Mann, ist das unheimlich. Ja. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Oh. Ist ja ein Ding. War wohl... If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. War die Idee wohl gar nicht so schlecht, ne? Brandon, you ready to go? Stromar says it's time to move. I'm waiting for Straskin. I'll borrow to pack up your stuff. Head downstairs, I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Ja, von dieser Alice hat er doch auch gesprochen, ne? Fairchild Award. Keine Ahnung, was das sein soll. Aha. Eine Pagode. Naja, er war ja Chinese, ne? Und einige Dschunken.
Aha, eine Burg. Könnte ja sein, dass er was versteckt hat unter dem Kopfkissen. Ja, das war wohl er mit der Alice, ne? Okay. So, dann bleibt nur noch der Computer. Ah ne, da ist noch ein Bild. Ah, das werden wohl seine Eltern sein. So, hier sind einige Aufzeichnungen. 14. August 2103. Arkas hat endlich der Evakuierung von Delta zugestimmt. Goya, Kria und ich sind heute nach Theta umgezogen. Arkas meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteil mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. So, 25. August 2103. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick them into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Na gut, ich lese aber trotzdem noch zu Ende. Hab heute zusammen mit Alice meinen Archescan gemacht. Strohmeier hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut, ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Chantrulla. Ah jo, die mochte er nicht. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. Die Haut aufstellt, die Haare wahrscheinlich eher, ne? Strohmeier ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Arche-Projekt. Anscheinend wollte Konrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. Ah ja. Hab gerade gehört, dass das Komrebi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist, um Akas abzuholen. Er ist jetzt schon 2 Monate alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Na gut. Dann können wir jetzt einen neuen Versuch starten, ne? In den Raum durften wir anscheinend vorher auch noch nicht rein. Der war ja noch verschlossen gewesen. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. So, dann gehen wir ihm am besten in den Scanraum. Der war ja, glaube ich, das Beste gewesen. Modul Alice, hey. Jetzt ist da auch Modul, prima. So, dann starten wir mal. That wasn't so bad. Strom, I really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. Guess I had it coming. About Strohmeier. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him?
It's all right. I can talk to him. Who are you? Didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not going to tell him. I do feel hungover. Okay. It's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, it's your one. Ready? Goodbye. No, wait! Oh my. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Aha, jetzt können wir seine Daten löschen oder herunterfahren. Oh. Das ist keine einfache Entscheidung, ne? Ja, ich nehme an, der wird immer ein Scan bleiben, der auf dem Computer gespeichert wird. Und wird sowieso nie in irgendeine Art und Weise in den Körper oder in die Arche transferiert werden. Ja, ich werde ihn von dieser Existenz erlösen, denn wir haben das, was er mal war, glaube ich, genug gequält, ne? Rest in peace, Colin. So. Das brauchen wir anscheinend nicht mehr und das auch nicht. So. Gut. Das war ja schon eine spannende Geschichte, ne? Diesen Scan da zu benutzen, um an den Sicherheitscode zu kommen. Ja. Und nun? Jetzt haben wir den Sicherheitscode. Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Catherine, couldn't we just have extracted the cipher from Brandon's data somehow? It's so cruel bringing him back like we did. No, that's impossible. Memories don't work like that. Let's just hope it was worth it. Ja. Gutes Gewissen hat man bei sowas nicht unbedingt, ne? Ich werde noch mal eine Penetration starten. Ah. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's the wow you're holding on to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. No good. Weiter geht's. Wieder eine Aufgabe gelöst. So, die Stelle, wo wir das Omnitool benutzen. Oi, da drüben kann man gar nicht mehr rein. Ist jetzt rot. Es ging wohl nur, solange die Kessrin da eingeloggt war im System. Einmal schwenken.
Aha. Da ist seine Tür. Und hier ist eine Treppe. Ja, die geht sowieso. Oh, die geht sowieso nicht auf. Ja, hier kann ich nichts machen. Da haben wir wohl dieses mysteriöse U-Boot. Ist aber sehr klein, ne? Da passt ja gerade mal maximal einer rein, würde ich schätzen. So, und hier können wir was machen. Oder auch nicht. Ah, das Ding braucht anscheinend Strom. Zu. Bereit. Wird auf jeden Fall zum Leben erweckt, ne? So wie es aussieht. Ich frage mich jetzt nur, ob die Reihenfolge eine Rolle spielt. Systeme okay. Bereit zum Abkuppeln. Satz mit X, würde ich sagen. Scheiße. Jetzt ist der Strom komplett weg. Oh Mann, das ist aber gründlich schief gegangen, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, das Teil war schon durch die Wau infiziert, ne? Das hatte schon ein Eigenleben entwickelt. So, können wir hier nichts machen im Moment. Mit Kestrin quatschen können wir auch nicht. Und weiter geht es jetzt anscheinend durch dieses Schott hier oben. Ja. Aber bevor es hier weitergeht, werde ich diese Folge mal beenden. Wir sind ja jetzt doch ein gutes Stück weitergekommen, aber die Hoffnung, mit dem Dunbert weiterzukommen, hat sich zerschlagen. Da ist uns wohl die Wau leider zuvor gekommen und hat das unmöglich gemacht. Na gut, wie es weitergeht, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Mal sehen, vielleicht nehme ich die sogar heute noch auf. Ich weiß es aber noch nicht. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und tschüss.